Forex oder Aktien? Zumindest ist Forex Trading in aller Munde. Aber was solltest du handeln? Oder doch etwas ganz anderes wie CFDs oder Kryptos? Diese Frage wirst nur du beantworten können. Es gibt aber einige Gründe, die dafür sprechen, Forex zu handeln. In diesem Video möchte ich dir ein paar vorstellen, die dir eventuell helfen werden, besser eine Entscheidung treffen zu können. Bevor wir loslegen, hi, ich bin Christian von Christian Forex. Auf meinem Kanal geht es rund um Forex. Forex verstehen und Forex profitabel handeln. Also Forex oder Aktien? Stelle diese Frage drei Personen und du wirst vier verschiedene Antworten bekommen. Forex Trading bietet einige Vorteile, die andere Trading-Instrumente nicht bieten können. Fangen wir an mit Punkt 1. Lange Handelszeiten. Auch ein Feierabendtrader, der nach seinem Job noch traden möchte, findet am Forex-Markt noch genügend Setups zum Handeln. Wie im ersten Video dieser Videoserie erwähnt, ist der Forex-Markt 24 Stunden am Tag und 5 Tage die Woche geöffnet. Für den deutschen Aktienmarkt ist spätestens um 20 Uhr Schluss. Zweitens, Diversifizierung. Ein weiteres Argument ist das Thema Diversifizierung. Genauso wie jeder gut aufgestellte Anleger seine Investitionen nach Anlageklassen und Sektoren diversifizieren sollte, könnte er auch in mehrere Währungen investieren und so sein Risiko im Depot streuen. Bei einer positiven Zinsdifferenz des Währungspaares ließe sich so sogar noch ein Zusatzertrag generieren. Dies nennt man dann Carry Trades. Drittens, Risikoabsicherung. Manche Währungen bewegen sich ähnlich zu bestimmten Rohstoffen. Ein Engagement in Rohstoffen ist eine Möglichkeit, ein Währungsrisiko abzusichern. Da die meisten Forex-Broker sowohl den Handel mit Rohstoffen als auch Währungen anbieten, könntest du alles unter einem Konto abwickeln. Es hat aber noch einen Vorteil, dass manche Währungen und Rohstoffe stark korrelieren. Es kann dir beim Forex-Trading sehr hilfreich sein, wenn du noch von anderen Assets eine Bestätigung deiner Trading-Idee bekommst. Viertens, Handeln verschiedener Zeithorizonte möglich. Durch das sehr hohe gehandelte Volumen ist Forex auch für sehr kurzfristig agierende Trader interessant. Du wirst immer einen Kurs zum Handeln bekommen, auch wenn du größere Volumina im 1-Minuten-Chart handeln wollen würdest. Aber auch Forex-Trades mit längeren Haltedauern sind möglich. Langfristige Investoren setzen auf stabile und langfristige Trends, um Gewinne zu erzielen. Auch das ist am Forex-Markt möglich. Also je nachdem, welcher Kategorie du dich einordnest, am Forex-Markt findest du mit Sicherheit genügend Möglichkeiten zum Handeln. Fünftens, hohe mögliche Rendite. Der Forex-Handel bietet eine hohe Rendite auf dein eingesetztes Kapital. Der Grund liegt in der Verfügbarkeit von Leverage, also dem Hebel. Wenn du vielleicht nur über ein begrenztes Handelskapital verfügst, bietet dir der Einsatz von Leverage ein unübertroffenes Gewinnpotenzial. Vorausgesetzt natürlich, du verstehst es, das dabei entstandene höhere Risiko richtig zu kontrollieren. Bei einem Hebel von 100:1 bedeutet beispielsweise eine Bewegung von 1% einen Gewinn von 100%. Es bedeutet aber auch 100% Verlust, wenn es gegen dich läuft. Wenn du gelernt hast, wie du das Risiko einer hohen Hebelwirkung steuern kannst, kannst du dein Kapital beim Forex-Handel viel schneller vermehren als auf anderen Märkten. Sechstens, Long und Short jederzeit möglich. Wenn du noch immer unsicher bist, ob Forex oder Aktien das Richtige für dich ist, dann stelle ich dir nun den Hauptgrund vor, weshalb ich mich damals für das Forex-Trading entschieden habe. Beim Forex-Handel kannst du jederzeit von einem steigenden wie von einem fallenden Markt profitieren. In Zeiten, in denen sich die Aktienmärkte in einem starken Abwärtstrend befinden und die risikoärmsten Trades auf fallende Aktienpreise wären,
legen Regulierungsbehörden Beschränkungen auf, die Spekulationen auf fallende Aktienpreise erschweren oder sogar unmöglich machen. An den Aktienmärkten gibt es die sogenannte Uptick-Regel oder ein Verbot von Leerverkäufen generell. Dies kann beim Forex-Trading nicht passieren, denn bei jedem einzelnen Trade kaufst du eine Währung und verkaufst gleichzeitig eine andere. Es ist also unmöglich, den Kauf bzw. Verkauf bestimmter Währungen zu verbieten, ohne den gesamten Devisenmarkt lahmzulegen. Daher spielt es für dich dann keine Rolle, ob du an steigenden oder fallenden Preisen partizipieren möchtest. Du wirst immer handeln können. Also zusammengefasst können wir sagen, dass der Forex-Handel folgende Vorteile bietet: lange Handelszeiten, was gut für Feierabendtrader ist, Diversifizierung im Depot, aktive Risikoabsicherung korrelierender Assets möglich, hohe mögliche Renditen dank des Hebels, für Kurz-, Mittel- und Langfristhändler geeignet. Du kannst jederzeit auf steigende und fallende Kurse spekulieren. So, ich hoffe, ich konnte dir bei deiner Frage, soll ich Forex oder Aktien handeln, etwas weiterhelfen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen hoch von dir sehr freuen. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie Währungspaare funktionieren und aufgebaut sind. Also, bis dann, ciao.